Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bolzenbild hier auf meinem Kanal. Und heute freue ich mich, euch endlich meinen Okkultistenbild vorstellen zu können. Es gab ja die Woche schon zwei kleinere Testruns auf meinem Kanal und nach dem ersten Testrun war ich noch nicht ganz so zufrieden, habe den Bild noch zweimal verworfen, dann einen zweiten Testrun gestartet und dann war ich endlich zufrieden, so wie der Bild ja aufgebaut war. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video und heute machen wir es so, wir beginnen nicht wie immer mit dem Charakterbildschirm, sondern wir springen gleich mal in den PST. Hier mache ich es so, ich erkläre wieder nur die wichtigsten Knotenpunkte und werde euch auch später nochmal in der Videobeschreibung einen Link hinterlegen zum Bolzen Universe. Da könnt ihr euch den Bild nochmal anschauen oder auch nachbauen, wie auch immer. Schaut also bitte auch immer wieder in die Videobeschreibung. Wir schauen uns erstmal den unteren Bereich an. Da haben wir natürlich wie immer den Soldatenbaum angelaufen, weil wir den Punkt Stellvertreter haben wollen, bedeutet plus 60% auf den Gesamtwert der kritischen Chance, sowohl für Zauber als auch für Angriffe. Also ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man eigentlich immer mitnehmen sollte. Vom Soldatenbaum sind wir zum einen in den Hexenmeisterbaum gelaufen. Hier haben wir wieder alle Punkte mitgenommen, die den Zauberschaden erhöhen, genauso wie den okkulten Schaden, weil unser Okkultist basiert natürlich auf Schattenschaden und Schattenschaden zählt zu okkulten Schaden. Somit ist dieser Punkt auch immer sehr, sehr wichtig. Den zweiten Baum, den wir hier unten bedient haben, ist natürlich wieder der Waldläufer, denn hier wollen wir ja die Ausdauerjagd mitnehmen, bedeutet plus 25% Schaden an Gegnern mit Bewegungseinschränkung, bedeutet verlangsamt, in Stasis, betäubt oder eben auch eingefroren. Einen Baum, den wir sonst nicht so in Betracht gezogen haben, aber den ich diesmal mitgenommen habe, ist der Kriegstreiberbaum. Denn hier haben wir einen wichtigen Knotenpunkt und zwar die tierische Raserei. Denn hier bekommen wir plus 4% Schaden pro Gegner in der Nähe im Umkreis von 4 Metern. Und da unser Okkultist relativ viel im Nahkampf agiert, ist das ein sehr, sehr netter Schadensbuff, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Schauen wir uns mal den oberen Bereich an. Hier ist es natürlich so, dass wir klar wie immer den Gelehrtenbaum gewählt haben. Hier nehmen wir die 4 Punkte mit, die den Zauberschaden erhöhen. Von dort aus gehen wir auch wie immer in den Kabbalistenbaum. Da haben wir den ersten wichtigen Knotenpunkt, das unsterbliche Opfer. Bedeutet, das Töten eines Gegners gewährt plus 5% Schaden, entsprechend der Schadensart für jeden Status-Effekt-Stapel des Gegners. Der zweite wichtige Knotenpunkt ist die Macht der ersten Menschen, denn hier bekommen wir eine plus 50% Chance, die Anzahl der angewendeten Status-Effekt-Stapel mit 2 zu multiplizieren. Und auch das bedeutet, dass wir dann unseren Schaden nochmal erhöhen können. Und der dritte wichtige Knotenpunkt, natürlich die schwerwiegenden Leiden, denn hier können wir einen zusätzlichen Status-Effekt-Stapel anwenden. Vom Kabbalistenbaum aus haben wir nochmal zwei Bäume angelaufen im dritten Ring. Zum einen den Belagerungsbrecher. Ihr wisst es hier ganz wichtig, hole ich mir die ganzen Widerstände her. Wählt unbedingt den Salvatoranker, tragt einen schweren Brustschutz, denn dann erhöht ihr den Gesamtwert aller Widerstände nochmal ein bisschen prozentual. Und wählt auch unbedingt den erhöhten Gewinn dazu, tragt einen schweren Kopfschutz nochmal und auch dann dreht ihr nochmal die Widerstände nach oben. Warum sage ich das? Je mehr Widerstände ihr im Spiel habt, desto weniger Schaden bekommt ihr von den Gegnern. Und gerade wenn ihr halt viel im Nahkampf agiert, ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Der zweite Baum im dritten Ring, den wir hier oben angelaufen sind, ist natürlich der Seuchenbringer. Hier habe ich allerdings keinen der großen Knotenpunkte mitgenommen, weil sie für meinem Bild keine Relevanz hatten. Aber ich habe die ganzen kleinen Punkte mitgenommen, die zum einen den Schaden von Beschwörungen genauso wie die Gesundheit von Beschwörungen erhöhen. Denn in unserer Skillrotation und in unserem Bild nutzen wir 3 Begleiter und somit sind diese Punkte ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns mal noch den rechten Bereich an vom PST. Da haben wir natürlich den Assassinenbaum angelaufen, weil wir die gnadenlose Tödlichkeit wieder haben wollen. Bedeutet plus 60% kritischer Schaden, bedeutet aber eben auch minus 30%, wenn der Schaden nicht kritisch ist. Aber aufgrund des Stellvertreters, ihr wisst es, verursachen wir größtenteils kritischen Schaden, sodass wir diese minus 30% getrost ignorieren können. Den Wächterbaum habe ich sonst auch nicht angelaufen, habe aber diesmal hier den wichtigen Knotenpunkt mitgenommen und zwar den Hintergrundjäger, denn wir bekommen plus 50% auf den Gesamtwert der Zauber- und Angriffsgeschwindigkeit und ja, da wir als Okkultist auch zaubern, ist natürlich dieser Punkt sehr, sehr wichtig.
weil wir damit ja nochmal den Schaden erhöhen, wenn wir einfach schneller zaubern. Und da unser Hauptskill die unendlichen Klingen ist, ist natürlich auch die Zaubergeschwindigkeit hier sehr, sehr wichtig. Von dem Wächterbaum aus bin ich in den Prätorianerbaum gelaufen. Hier habe ich diesmal ein paar Punkte gewählt, die zum einen ja meine maximale Gesundheit erhöhen, denn da war ich ja bisher mal ein bisschen schwach auf der Brust. Ich brauchte nicht sehr viele Lebenspunkte, weil ich sehr viele Widerstände habe, hatte aber diesmal noch ein paar Punkte übrig, sodass ich mich eben dafür entschieden habe. Und von dort aus ja, habe ich nochmal zwei Bäume im dritten Ring angelaufen. Zum einen der Herold des Abgrundes, denn hier erhöhen wir zum einen unseren okkulten Schaden nochmal und wir haben den wichtigen Knotenpunkt okkultes Gebrechen. Und das bedeutet, der okkulte Schaden wird für jeden Fluchstapel auf einem Gegner um 5% erhöht. Und wenn ihr hier hinten den Punkt Eid der Verdammnis wählt, bekommt ihr nochmal 2% obendrauf, bedeutet plus 7% okkulter Schaden für jeden Fluchstapel auf einem Gegner. Und der letzte Baum, den wir im dritten Ring angelaufen sind, ist natürlich der Eos-Baum. Hier nehmen wir die Punkte mit, die zum einen Zauberschaden erhöhen, um zu dem Knotenpunkt zu kommen, frommer Stürmer der Dämmerung, denn durch das Verursachen von Heiligschaden werden Gegner unter 15% ihrer maximalen Gesundheit sofort getötet. In der ersten Ausführung nur Untergebene und Spezialisten. Wählt also unbedingt auch den plötzlichen Tod dazu, denn dann gilt das auch für Champion-Gegner genauso wie für die Expeditionsbosse am Ende. So sieht aktuell dieser PST um den Okkultisten aufgebaut aus. Wie gesagt, ich packe euch dann später noch den Link zum Volzen Universe in die Videobeschreibung. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz natürlich nochmal den Charakterbildschirm an, aber hier hat sich rein gar nichts zum letzten Mal geändert, bedeutet, fast alle Punkte sind in die Wildheit geflossen, um die Gesamtchance auf kritische Zauber zu erhöhen, ein paar Punkte für die Zähigkeit, damit wir ein paar Lebenspunkte bekommen und Weisheit und Beweglichkeit haben wir hier komplett außen vor gelassen. Schauen wir uns wie immer zu guter Letzt mal die Skills an, die wir in unserer Rotation nutzen. Da haben wir zum einen vorhin erwähnt die unendlichen Klingen, natürlich wie immer das Bollwerk der Morgenröte, weil es zum einen unser aktiver Highskill ist, zum zweiten ein Skill, der eben Heiligschaden verursacht, wo wir dann auch den frommen Stürmer effektiv nutzen können. Wir haben dreimal die Golems, die aber diesmal, wie ihr sehen könnt, in einer anderen Ausführung dabei sind und zwar ja, auf Schatten umgebaut. Damit machen die richtig guten Schaden und auf der rechten Maustaste habe ich bei mir diesmal den Parasiten. Das ist aber einfach nur ein alternativer Skill, den ich immer ein bisschen wechsle in der Expedition, je nach Situation. Warum habe ich hier mal den Parasiten mitgenommen? Weil ich ja, mir einfach Gegner zähmen kann. Ihr könnt sehen, ich habe hier drei Bären, die ich mir gezähmt habe. Das funktioniert ja mit dem Parasiten. Ihr könnt euch einfach Pets zähmen, die dann an eurer Seite kämpfen, die ihr so nicht beschwören könntet. Ich fand das ganz nett, habe diesen Skill bisher ja, außen vor gelassen, sodass ich ihn für diesen Bild einfach mal nutzen wollte. Schauen wir uns mal noch natürlich wie immer die Modifikatoren an. Hier ist es ganz einfach, alle Punkte mitzunehmen, die natürlich zum einen den Schaden der Fähigkeit erhöhen, genauso wie das Umbauen auf den Schattenschaden, weil wir als Okkultist auf den Schattenschaden aus sind und somit müssen wir auch immer die Punkte wählen, um den Schaden zu konvertieren. Ihr könnt sehen, die unendlichen Klingen machen hier im Schnitt 16.600 Schaden. Im aktiven Kampfgeschehen geht das bis auf 30 oder über 30.000 noch nach oben, also die gehen nachher richtig ordentlich ab. Das Bollwerk der Morgenröte, das kennt ihr schon, das ist immer das gleiche. Hier ganz wichtig alles ja, zu wählen, was die Heilungstickrate erhöht, was die Dauer der Fähigkeit erhöht und dann mal noch so ein paar Buffs, die man mitnehmen kann, wie hier zum Beispiel, dass wir einen Bonus auf den Gesamtwert aller Widerstände bekommen, wenn wir zum Beispiel im Effektbereich stehen. Also das sind einfach so die klassischen Modifikatoren, die ihr da wählen solltet. Genauso die Golems. Die sind einfach in der Standardausführung, wie ich sie immer gebaut habe, lediglich hier halt umgebaut auf den Schattenschaden. Sie verlieren da zwar ja sehr, sehr viel an Gesundheit, aber dafür machen diese Begleiter in der Schattenform richtig ordentlichen Schaden. Und den Parasiten, wie gesagt, den habe ich ja gerade schon erläutert. Hier zum einen ganz wichtig auch alles, ja, was den Schaden dieser Fähigkeit erhöht. Und dann hier der wichtige Knotenpunkt auf den Schultern der Riesen, denn die besessenen Monster, also die, die wir uns quasi zähmen, werden dann stärker. Ansonsten könnt ihr sehen, natürlich wieder umgebaut auf den Schattenschaden. Und ansonsten all das, was den Schaden der Fähigkeit erhöht, setzt ihr einfach als Modifikatoren.
So sieht dieser Okkultist aufgebaut aus. Ich habe mir nochmal so eine kleine Expedition vorhin extra aufgehoben, zumindest das Ende davon. Wir werden jetzt einfach mal noch den Boss herausfordern, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie gut das hier läuft. Und ja, wir können sehen, das geht relativ gut und easy. Wie gesagt, ich werde euch dann auch nochmal in der Infobox ein paar Videos verlinken. Da könnt ihr euch, wie gesagt, die beiden Testruns anschauen. Die sollen ja immer dafür dienlich sein, um einfach so ein bisschen Gameplay von dem jeweiligen Bild zu sehen. Aber hier habe ich mir gedacht, wir machen einfach mal noch den einen Boss, den wir mit killen, damit ihr einfach sehen könnt, wie gut und easy das geht. Immer schauen, dass das Bollwerk aktiviert ist. Man kann sehen, die Begleiter, die wir uns gezähmt haben, halten halt leider nicht ganz so viel aus. Sterben relativ schnell beim Expeditionsboss, aber das ist nicht ganz so schlimm. Und ja, dann war er auch schon tot. Ihr könnt also sehen, das geht relativ schnell und easy. Einfach aufgrund der Begleiter, die in der Schattenform wirklich sehr, sehr viel Schaden machen. Und natürlich auch bedingt durch den Bild, den wir zusammengebaut haben. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Bildvideo wieder gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback in Form eines Daumen nach oben freuen. Das wisst ihr. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke dazu, denn dann verpasst ihr auch keines der nächsten Videos und Livestreams mehr, die ich euch hier auf diesem Kanal zur Verfügung stelle. Ihr wisst es, zu allen Spielen, die ich aktiv spiele, mache ich News-Videos, Patch-Notes-Videos, genauso wie Videos, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Und da ist es aktuell so, dass ich Wolzen unterstütze, Torchlight 3 und auch noch Call of Duty Modern Warfare mit der Warzone, weil ich das immer noch ganz gerne mit Freunden zusammen spiele. Die drei Spiele werden aktuell bei mir auf dem Kanal weitreichend unterstützt, sodass es sich immer wieder lohnt, hier mal vorbeizuschauen. Genauso gibt es hier auch angespielt Videos zu neuen Games, die mich halt interessieren. Schaut also immer mal wieder rein. Ja, und dann sagt der Henry wieder Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht gut. Ciao, ciao.